Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Path of Exile Map Mischmasch Teil 3. Ja, ich habe hier noch diese Map gefunden, Tropical Island Map, 64% Quantity. Ja, die Mods, die drauf sind, sind jetzt für mich nicht so dramatisch. Elemental Equilibrium, für mich egal. 18% Elemental Damage Reflect, auch egal. Ja gut, extra Damage as Fire und Additional Projectiles macht es ein klein bisschen gefährlicher, aber jetzt auch nicht wirklich dramatisch. Also die Karte sollte kein Problem sein. Ja, 64% Quantity insgesamt, da kann man doch mal mit leben. Und die wollte ich jetzt nicht in der Kiste vergammeln lassen, deswegen wird die mal so zwischengeschoben gerade. Ja, danach fange ich dann mit den 68er an. Vier Karten habe ich aus von den 68ern, zum Glück alles vier verschiedene. Das heißt, das lässt sich ganz gut an und ich hoffe mal, wir haben jetzt hier vielleicht noch ein bisschen Glück und kriegen sogar noch eine. Mal sehen. Chaosresistente Gegner. Ja, Nachteil, 66er Maps, die bringen mir mittlerweile halt nicht mehr wirklich viel. Jetzt habe ich ja mittlerweile dann doch Level 77 und ja, da muss man schon mal ein bisschen voranschreiten langsam. Ja, ich habe jetzt dann doch übrigens den anderen Köcher genommen, den ich beim letzten Mal gefunden habe. Ich zeige ihn nochmal ganz kurz hier. Ja, zwei Resistenzen und Leben. Dafür verliere ich allerdings Increased Projectile Speed. Ja, ist eigentlich im Grunde fast egal, was von beiden ich anziehe. Ich kann es mal eben kurz zeigen. Jetzt bin ich nämlich bei den Resistenzen wirklich voll im grünen Bereich. 94, 112 und 94. Das heißt, selbst wenn ich jetzt mal verflucht bin mit Elemental Weakness oder so, sollte ich immer noch eigentlich knapp an Maximalresistenzen rankommen. Also da kann man wirklich nicht meckern. Das sind etwas nervige Gegner hier für mich, diese Banditentypen. Tut doch ganz schön weh, wenn ich hier die Feuerdinger abbekomme. So, die sind nicht so ohne. Jetzt bevor ich hier weitergehe, guck ich nochmal eben schnell da oben. Das ist merkwürdig, bin es eigentlich gewohnt. Tropical Island habe ich eigentlich doch relativ häufig gespielt insgesamt schon. Und eigentlich ging es eigentlich genau mal in die andere Richtung weiter. Gut. Warum nicht auch mal in diese Richtung? So, und jetzt möchte ich aber auch bitte ein bisschen dafür entschädigt werden, dass ich letztes Mal so gar nichts wirklich gefunden habe. Irgendwas Schönes. Wow. Stimmt schon voll gleich. That would only slow me down. Hab ich mir fast gedacht. Dann machen wir das anders. Gucken wir mal einmal schnell. Was kann das Ding hier? Das kann nichts. Dann nehmen wir das dafür mit. Das ist doch deutlich knackiger, die Karte, als ich erwartet hätte. Im Vergleich zum Spaziergang, den die anderen Karten, die ich zuletzt so gespielt habe, darstellten, ist es hier doch echt
Nicht so ganz ohne. Aber dennoch jetzt kein großes Problem. Muss man ein bisschen vorsichtiger sein. Ich hätte vielleicht den anderen Köcher aus dem Inventar rausnehmen sollen. Das würde sich als ganz hilfreich erweisen. Müssen wir tatsächlich schon wieder in die Stadt. Warum fallen auch immer so riesig große Dinger? Das war ein kurzer Ausflug. How you doing? Ja, ganz gut, passt. Ja, kann weg. Weg. Ja, wobei. Ja doch, kann weg. Physical kann weg. Und kann auch weg. So, dann nutze ich mal gerade die Gelegenheit und mach dann doch mal hier schnell ein bisschen mehr Platz. Vielleicht soll ich doch nochmal zumindest den Schlüssel auch abgeben. Einfach auch für den zusätzlichen Platz. Clarity. Machen wir es oder machen wir es nicht? Ich brauche kein geleveltes Clarity mehr jetzt. Brauche das nicht mehr weiter leveln. Ich habe ja genug Mana. Vor allen Dingen genug Mana-Regeneration. So, den wollen wir natürlich auf jeden Fall mitnehmen. Es gibt wieder schön viele Jewelers Orbs. Insgesamt bisher alles ganz nett, auch schön viele Champions und so, aber... Wow. Kina, lass mal gut sein. Aber jetzt wird es dann doch mal auch wieder Zeit für eine Map. Ehrlich gesagt, auf der Map hier möchte ich gar nicht unbedingt neue Maps finden. Ist ja eh nur eine 66er. Wobei doch der Typ da, der Champion, hier der Unique, nein, nee, weder Champion noch Unique-Gegner, wie heißen die? Rare-Gegner. Der dürfte mir jetzt eine 68er fallen lassen. Nein, aber jetzt persönlich. Am meisten würde ich mich, glaube ich, tatsächlich im Moment über einen Exalted Orb freuen oder direkt über den passenden Bogen. Das fände ich jetzt noch eine schöne Sache. Da würde ich es gerne sehen, wenn da nochmal was passiert in Richtung Bogen. Oh, Strongbox. Möchte ich mir die antun? Chisel wollen wir natürlich gerne mitnehmen. Das ist keine Rare Strongbox. Der Niederrheiner an sich sagt Strongbox.
gerade bei Stream of Monsters. Das finde ich ganz okay. Wir probieren es einfach mal. Ja, Strongboxen sind eigentlich so wirklich das Einzige, wo ich im Moment so richtig, ja, Angst ist übertrieben, aber wo ich doch erhöhten Respekt habe. Also ansonsten kann mir hier eigentlich nicht wirklich viel was anhaben im Moment, aber diese Strongboxen, die sind halt immer doch eine schöne Möglichkeit, um das eigene Leben drastisch zu verkürzen. Schon die erste Hälfte. Ich könnte ja zwischendrin auch mal wieder ein bisschen fluchen. Nein, so verdammt. Oh, Fluch. Geht doch. Ja, so viele Heiltränke habe ich auch schon lange, glaube ich, nicht mehr genommen wie jetzt hier. Na gut, dafür haben wir sie ja. So, jetzt mein eigenes. Nein! Schön, ein Unique. Wer ist das Ding noch gleich? Blablabla, Sorrow oder so. Curse on Hit. Oh, nehmen wir mal mit. Oder sind das andere Handschuhe? Nee, genau. Crimson Horror. Ja! Die freuen sich, wenn die zu den vier anderen in die Kiste dürfen. Die habe ich jetzt wirklich zu Genüge gefunden, die Handschuhe. Bin ich nebenbei ja auch mal gespannt. Ich habe so im Hinterkopf, dass angekündigt war für den nächsten Patch, dass da ein bisschen was gemacht wird. Dass die Unix, also dass da bei den Seltenheitsstufen der Unix nochmal ein bisschen was getuned wird. Ja, in der Hoffnung vielleicht wirklich auch mal ein paar Sachen, also ein paar verschiedene Sachen zu finden. Nicht immer wieder die gleichen Unix, die dann am Ende doch relativ witzlos sind. Zweite Chisel. That would only slow me down. Ich habe nicht mal mehr dafür Platz. Ja gut, dann nochmal zurück. Aber dürfte jetzt kein Problem darstellen. Ich bin eigentlich fast durch mit der Karte. Das heißt, noch genug Portale übrig, um eben ein bisschen Loot nach Hause zu bringen. Schatz, ich bin wieder da und hab Loot mitgebracht. Okay, das werde ich mir auch nochmal... Egal, komm. Wollen wir nicht meckern.
Nein. 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 Bin gerade irritiert. Nein. Und auch nicht. Ja, Unique bringe ich nicht übers Herz, auch wenn ich es schon mehrfach habe, es einfach wegzuschmeißen oder beziehungsweise dem Händler in den Rachen zu werfen. Deswegen wird auch das jetzt weiterhin mein Inventar blockieren. Aber erstmal hier so ganz unelegant einfach alles auf die erste Seite der Kiste schmeißen. Was rum, meine ich. So. Ach, auch wieder direkt so ein kleiner Gegenstand. Ist da ein Link bei? Nee. Könnten wir wieder ein paar Handschuhe gebrauchen, ein paar Rare. Gerne auch totaler Schrott, kein Problem, aber ich brauche die fürs Händlerrezept. Ich habe festgestellt, ich habe keine Handschuhe mehr. Deswegen hatte ich gerade, war ich gerade so ein bisschen irritiert, als ich mir die Schuhe angeguckt habe. Ich habe nämlich in dem Moment kurz überlegt, brauchte ich jetzt Schuhe oder brauchte ich Handschuhe? Dann hoffe ich auch mal inständig, dass jetzt hier die Kartenflaute dann abgegolten ist mit dieser Karte hier, die ich jetzt spiele. Damit ich dann mich zu den 68ern dann im nächsten Video übergehe, damit ich dann da wirklich wieder Glück habe. Ich habe mein Karma jetzt hier gereinigt. Schon der Boss. Haha. Schon gewundert, der kann aber viel einstecken, aber. Patsch. Oh. Noch ein Unique. Da gucken wir doch gleich mal nach, was das ist. Das sagt mir jetzt gerade auf dem ersten Blick nichts. Mal eben schnell, ob ich ordentlich war. Komm, macht ihr den Blatt. Können die nicht. Muss ich selber eingreifen. Remaining 0. Ja, wenigstens das hat schön geklappt. So. Was haben wir denn da? Spider Silk Rope. Doch, irgendwie bekannt kommt die mir schon vor. Soul Mantle. Ah, ja, 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 ja. Okay, ich entsinne mich. Ja. Schon ein interessantes, eine interessante Rüstung. Also mit der kann man wirklich was machen. Jetzt weiß ich gerade nicht, die hat wahrscheinlich, so wie ich die bei so vielen Zahlen bestimmt auch variable Stats. Vermutlich ist 23% Increased Spell Damage nicht das Maximum, was möglich ist. Ja, es ist schon interessant, also für ein Totem-Build auf jeden Fall eine tolle Rüstung. Kann man noch ein Totem mehr machen, wenn wir jetzt also das auf die Spitze treiben, sind damit dann sogar 3 Totems möglich. Wir können sogar eigentlich dann mit Hilfe dieser Rüstung ein 7-fach gelinktes Spell-Totem basteln. Ja, ist schon interessant. Also da bin ich auf jeden Fall deutlich glücklicher mit als mit, im Vergleich zu den Handschuhen. Okay, können wir auch uns alles in der Stadt noch in Ruhe angucken eben.
Also die Rüstung, die hat mich jetzt doch ein bisschen versöhnt. Die ist durchaus interessant. Weil jetzt, ich weiß nicht, ob ich diese Saison jetzt nochmal einen neuen Charakter anfange, wage ich zu bezweifeln. Und ob es dann ausgerechnet ein Totem-Charakter wird, auch das mag ich eher zu bezweifeln. Aber ich habe ja noch einen, den ich. Haha. Ich weiß, was mit der Rüstung anzufangen. Ich habe noch einen Charakter, der mit Totems arbeitet. Und zwar hier mit dem Searing Bond Totem. Ich glaube, der kriegt die einfach mal Probe. Erstmal identifizieren. Jetzt einfach nur so wegschmeißen wollte ich die Sachen auch nicht. Ja, das bleibt weg. So. Das kann nichts. Das kann auch nicht wirklich was. Level 2 Cold Gems, eigentlich interessant, aber. Nee. Gut. Also. Ja, gut. War jetzt mal eine andere Art von Effektivität auf der Karte. Zwei Units, da kann man eigentlich auch nicht meckern. Und eins davon sogar ziemlich brauchbar. Jetzt ist nur bei den Units, hier sehen wir schon mal zwei noch von den Handschuhen und die habe ich auch nochmal irgendwo anders hingepackt. Ja, Unix-Seite ist voll. Bei den Maps will ich es nicht zwischenlagern. Hier sind auch Unix schon wieder mit drin. Wo habe ich die Schuhe? Ach so, Triple Resistance und Movement Speed, okay. Der Schild, der ist doch ein Kandidat. Der kann doch gar nichts. Warum liegt sowas in meiner Kiste rum? How you doing? So, das kommt der auch weg. Stay out of the shadows. So, Inventar wieder leer. Ja, dann ganz kurz der Blick. Was sagt der Poison Arrow? Ja, allzu weit ist es nicht mehr. Dann können wir dieses schöne Ding hier endlich angehen. Ja, vorher hier, wie gesagt, vier Karten habe ich. Ja, damit wird es dann weitergehen mit den 68er-Karten hier. Ich hoffe, ich habe dann das Glück und werde zwischendurch dann noch welche finden. Vielleicht dann ja sogar auf den Karten live im Video. Ja, alles klar. Dann wieder eine Map geschafft. Diesmal durchaus etwas schwieriger, erstaunlicherweise. Ja, ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder mit dabei und ich sage, bis dahin.